Hafize Gaye Erkan ist zur neuen Gouverneurin der türkischen Zentralbank ernannt worden. Erkan, geboren 82, absolvierte ihr Studium an der Boğaziçi Universität in Türkei und besuchte anschließend die Ivy League-Schulen in den Vereinigten Staaten. Daraufhin schloss Erkan ein Doktorandenprogramm in Operationsforschung und Finanzingenieurwesen in Princeton ab. Dann schlug sie eine Karriere in der Finanzbranche ein und wurde die jüngste Finanzprofessorin in den USA. Sie war bei Goldman Sachs, einer der größten Banken in den USA, tätig und leistete mit ihrem Fachwissen im Bereich Finanzdienstleistungen einen wichtigen Beitrag. Nach ihrer Karriere bei Goldman Sachs arbeitete Erkan fast 8 Jahre lang in diversen Positionen bei der First Republic Bank. Sie wurde für ihre Leistungen und Führungsqualitäten geehrt. Erkan wurde auf renommierten Listen und in bedeutenden Publikationen aufgeführt. 2019 kam sie auf die Liste der Crain's Top Women in Banking and Finance und auf die American Bankers Women to Watch Liste. Erkan ist auch die visionäre Gründerin des First Republic Fellowship Program, einer Initiative zur Förderung junger Frauen aus benachteiligten Verhältnissen durch STEM-Ausbildung, Mentorenschaft und berufliche Entwicklung.